Herzlich willkommen hier, hallo und herzlich willkommen hier in Thüringen. Wir werden jetzt den letzten Rüben reinfahren im globalen Markt. Und dann werden wir gleich den globalen, den Vermieter anschließen mit Autodrive, dass wir abladen können. Und dann können wir die Kurse entsprechend umstellen vom Lager in Richtung Vermieter. Ne? Wir wollen es ja da drin haben eigentlich. Das mit dem Lager war eine Übergangslösung. Und dann später das andere Silo noch Kurse einfahren, das kann ich auch noch machen. Das kann ich gleich nicht mehr tun, aber erstmal, dass es läuft mit der Ernte. Die Rüben kommen da rein, im globalen Markt, gleich verkaufen. Bevor ich hier schlecht werde, ne? Mal schauen. Wie gesagt, in der Marsch muss ich mal eine Fabrik kaufen, ne? Und da kann ich die Rüben kaufen. Und da kann ich dann entsprechend Zucker herstellen. In der Thüringen. Da wären sie einfach, ne? Zuckerrüben. Liter. Okay, fast 800.000. So, und drin sind gesamt Gras, Milch, Zuckerrüben. Ja, 734. Aktualisieren. Bleibt sogar eher mehr. Zuckerrüben. 1,5 Millionen. Das ist wirklich teuer. 327. Na gut. Ist halt so, ne? Aber ich denke mal, für Zucker können wir gutes Geld verdienen. Denke ich mal. Wieder mal ein Wirtschaftszweig mehr, ne? Wenn man arbeiten lassen kann. So. Vermieter einstellen muss ich jetzt. Sonst ist das ja ungünstig, ne? Da muss ich hier mal gucken. Ich habe ja hier die Kurse. Von hier kommt ja eigentlich normalerweise ein Kurs. Ne? Muss ich irgendwie drehen, wo Platz ist. So. Gedreht haben wir nun. Jetzt schauen wir mal kurz an. Gehen wir auf den Stern, auf ein Dreieck hier. Auf den Stern, ich war auf dem Dreieck. Wo wir den Kurs erweitern können, ne? Am besten hier oben, diesen Punkt. Im grünen Punkt die Richtung passt schon mal, das klappt ganz gut. Hier müssen wir ein bisschen mit Terraformen machen, das ist ganz schön uneben, also hier ist das nicht so günstig. So. Hier so, da muss ich mal gucken. Dass wir abkippen können, ja, hier ungefähr. Und zwar abladen. Nee. Ja, Hexenbuch. Grunde ist das jetzt nur ein Hinweis, was richtig bin. Komm mal Gras. Gut. Geht nun hin. Gut, dann machen wir so hexe gute passt. An dem Denken. So. Das kann sein, dass ich den Punkt eher verschieben darf oder muss. Ja, aber wahrscheinlich. So, jetzt muss man gucken. Das ist die Kurve zu eng. Das wird nichts. Wir müssen hier anbieten. In diesem Kurs hier. Und zwar, ne, hier haben wir die Straße geändert, ne? Tiefer geholt. Dadurch ist der andere höher. So, Ende. Verbunden. Dann können wir den mal gleich mal einstellen. So. Der legt los. Wahrscheinlich muss ich den Kurs noch entsprechend nachher ein bisschen verschieben. So. Mal gucken. Haben wir ein bisschen produziert. Das ist gut. Und jetzt geht's los Richtung den Traktor da hinten. Ne? Den da.
Leder Silo anfließen, ne? Dass wir da auch was reinfahren können. Zumindest wir haben ja noch genug Platz, ne? Also wir haben ja genug auf dem Feld. Also da kommt was zusammen. Ich weiß gar nicht, wo die lang fahren. Hauptsache die fahren richtig an. Ich vermeide ja deswegen nicht alles, weil das gleich schnell voll, also wird gleich voll werden. Ne? Also das ist dann ungünstig. Ne? Aber wir werden auch näher von Lagern ja nach und nach auch da entsprechend ins Silo fahren, bis Silo voll ist. Ne? Also Hauptsache die Ernte läuft das mal. Ne? Dann müssen wir noch die Förderbande entsorgen. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Denn hier muss ich irgendwie fahren. Also am besten 5-mal, also so. Kommen ja von hier normalerweise. Wieso steht er und wartet? Gut, sehen wir nicht. Mal sehen, ob er länger wartet. Wieso fährt er nicht weiter? Muss ich nicht wissen, also will ich jetzt wissen, also. So. Und du bist doch voll. Ungünstig, ne? Weil ich durch den Frucht nicht fahren will, ne? Stellen wir um auf Vermeter. Das ist typisch. Apropos starker Bauer, ne? So. Bisschen Wirrwarr hier. Ne, du wirst schon mal schön dahin, ne? Ich abladen, ne? Wenn das nicht klappt, gibt es eine Ohren hier. Der fährt so rum, das passt. Und der fährt da lang. Das muss man jetzt nicht verstehen. Hauptsache das läuft, alle anderen egal. So. Hier mal gucken. Ein bisschen mit so hinfahren. Ja, das Silo ist ein bisschen ungünstig, weil das links und rechts verbuggt ist. Warum? Gründe? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das so ist. So, vorwärts fahren, ne? Sonst macht er rückwärts Kurs. So, hier. Schön. Die Kurve rumnehmen. Der mittlere müsste eigentlich funktionieren. Also rein theoretisch. Den Hänger hätte ich vielleicht dran haben müssen sollen. Na gut. In der Mitte ungefähr. Punkt. Silo Mitte. Silo. Ja, Mitte. Erste Spur. Würde ich mal bezeichnen, ne? Und den. Jetzt schön eine Kurve rum. Schön großzügig.
dann muss er ja zurück eigentlich zum Feld, ne? Aber das ist ja jetzt schwierig, in Anführungszeichen. Wir fahren ihn hier rein, ist egal. Vielleicht mache ich irgendwann später noch einen anderen Kurs, mal sehen. Muss ich mal später beim, wenn die Karte neu kommt, was anderes einfallen lassen. So macht er ja eine große Runde, ne? Aber so allgemein muss es sein, damit die sich nicht entgegenkommen, ne? So. Machen wir das gleich nochmal mit Spur 2. Können wir hier weiterfahren. Das passt schon so. Ja, so. In der Spur 2. Ungefähr, dass ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben müssen. So, hier ungefähr. Erstellen. Also ob funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mal so gesehen, dass so müsste funktionieren. Also, welche betonen müsste. Kann ich erst sagen, wenn wir es gemacht haben. Ne? Also ich weiß noch nicht genau, ob das so funktioniert, aber so stelle ich mir das vor. Also, ne? Ich bitte erst schimpfen und meckern. Naja, schimpfen. Im Sinne, ne, wenn es so verkehrt ist, ne? Ansonsten würde ich gerne den Grund wissen, warum es verkehrt ist. Das wäre hilfreich, ne? So. Full. Ja, ich glaube, die fahren, ne? So. Also anders wurscht. Ja, ein bisschen zurück. Dritte, die mittlere Spur. Wie gesagt, man kann ja hinterher immer noch notfalls ja. Notfalls verschieben. Ja. Ich bin ja auch ein bisschen unerfahren in der Beziehung. Also man lernt ja immer dazu, wenn man es macht, ne? Sonst wird ja nichts draus. Ja, und die sind ja immer rechts und links. In der Mitte ist da nichts, aber da ist ja dann grün. Da muss ich dann mit dem Kehrer reinigen, kann man sagen, ne? So, weit fahren. Ein bisschen nur vorwärts eingefahren. Fahren wir zurück. Und da können wir von hier anfangen, das ist ein bisschen günstiger. So. Nehmen wir gleich mal die verteilen müssen wir sowieso ein bisschen, davon abgesehen. So. Ah, Silo. Viel schreiben. Üben. Spur 4. Ich denke mal, 5 Spuren müssten reichen. Ansonsten. Ja, gut. Ein 6 hat, glaube ich, keinen Platz mehr. Dann muss ich noch einen dritten LKW haben. Fünften, dann wäre gut. Wenn jeder seine eigene Spur hat, dann ist das ganz gut. Theoretisch. Traktor haben wir zur Not immer mal einen LKW brauchen. Anhänger, ne? Vielleicht alle verkaufen und dann komplett neu machen. Dann müssen wir zurück. Ist gerade noch Zeit, das passt noch. So. Fahren wir die äußere Spur lang, ne?
Wenn da jemand ein bisschen Erfahrung hat und einen Tipp geben kann, bin ich äußerst dankbar. Jetzt kommen die wieder zurück. Nicht drum kümmern, dass die keinen Blödsinn machen, ne? Natürlich ärgerlich, dass hier das Wetter nicht mitspielt. Hätte ich schön Mais machen können, Körnermais, und dann wäre das gut gewesen. Aber das wissen wir halt mal so, wie es ist. Flexibel heißt die Wiese. So, fertig. Das wäre fertig. Erstmal. So, das war das. Dann stellen wir mal hier hin. Zur Seite. Und dann packen wir durch. Gut, hier mal richten. Ah, 37. Gut, mein Fehler, 38. Muss er bald schnallen. Sieht aber ganz gut aus, ne? Globaler Markt, ausnahmsweise. Ich werde sowieso ein bisschen da reinfahren können, das ist von Schaden ist das nicht. Muss ich halt mal sehen, dass ich das irgendwie doch dort verarbeitet kriege. Also Parameter habe ich da noch nicht. Aber das könnten wir ja theoretisch ja mal vorplanen. Ne? Oder vordenken, da können wir ja theoretisch ja 4, 5, übertrieben, sagen wir mal 2 aufstellen. Ich muss hier einen, na, da wäre Platz. Muss ich mal sehen, das Gewicht wegkriege. Der hat ein Gewicht dran. Ne? So. Und das ist hier, wie gesagt, vom Punkt etwas ungünstig, ne? Also ich muss mal schauen. Ja, normalerweise ein guter Hänger bin lang. Ja, starten. Ein bisschen Zeug fahren. Dann den Punkt verschieben. Aber das reicht aus. Könnte ein bisschen weiter sein, ne? Gut. Das läuft auch. Der fährt leer zurück oder voll. Das ist nicht gut. Dann muss ich da ein bisschen was eingreifen. Entweder kommt der mit der Materie nicht klar. Der kam ja drüben auch schon nicht klar. Aber das kann es ja bald nicht sein, ne? Der ist dieselbe Hänger. Ja. Muss mal schauen, ne? Können wir gleich mal umstellen auf Silo, Spur. Ja, da wird eine Spur gespringen, dann Spur 2, na gut. Das wäre gut. Mal sehen, wie er abkippt, ne? 19, oh, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, wie gesagt, morgen geht es weiter hier in Thüringen mit der Hexenernte, ne? Also für den Mais. Ne? Tschüss und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.